Hi, willkommen zurück zu einer neuen Folge mit mir, eurem Doomsday und dem Silent Hill 2 Remake für die PS5. In der letzten Folge haben wir jetzt wohl anscheinend das Gefängnis hinter uns gelassen und sind immer tiefer in den Abgrund gegangen. Und ich habe keinen Plan, wo wir jetzt sind, aber das werden wir jetzt herausfinden. Legen wir los. So, wir sind hier mit dem Fahrstuhl gefahren und haben uns hier in diesen Raum begeben. Und wie geht's weiter? Das erfahren wir jetzt. Irgendjemand ist hier. Sieht aus wie ein Hotel oder so. Hier scheint auf jeden Fall ein Mord passiert zu sein. Angela. Das ist aber nicht die Alternativwelt hier, oder? Oh, die Küche hat man schon lange nicht mehr. Hey, den Raum, das kennen wir doch. Waren wir hier nicht schon? Was sind nicht die Apartments? Angela? Angela, it's me. Was zum? Ich glaube, ich renne mal lieber. Oder sollen wir kämpfen? Es blutet, also können wir es töten. Okay. Was war das bitte schön? Und warum nennt sie das Daddy? Okay. Sah aus wie ein Gemälde. Ich habe jetzt gerade seine Badewanne. Angela. Ah, wow. Wo sind die jetzt hingerannt? Ich glaube, der lebt noch. Alter, was ist das hier? Stehen bleiben! Oh, hier geht's sogar lang.
Muss ich überhaupt hier lang? Ernsthaft? Stirb! Wollte eigentlich nur aus Spaß auf den Fernseher hauen. Wir konnten ahnen, dass das Vieh aber mal wieder auftaucht. Hammerhart. Was wäre gewesen, wenn ich Angela gefolgt hätte? Hm. Wer weiß. Jetzt bin ich wieder bei Angela. Er lebt auf jeden Fall noch. Ich gehe jetzt mal hier lang. Wow. Ist ja Wahnsinn. Ich habe mir ganzen Schrupp Munition verballert. Zwei Kugeln habe ich noch. Was ist mit los? Willst du nicht mehr sterben? Was ist, wenn du hier keine Munition hast? Da bist du ja richtig am Arsch, oder? Dann bleibt dir ja eigentlich nur die Flucht. Was ist das für ein böser Ton? Er lebt immer noch. Ah ja, kennen wir schon. Das ist abartig. Und da. Ich laufe erstmal.
Mein Gott, ist der nervig. Daneben. Hat meine ganze Schrotflinte und meine ganze Gewehrmunition verbraucht. Angela. It's okay. Calm down. Don't order me around. I'm not. I just. It's okay. Der war abartig. It's over. Don't even try. Try what? Like you don't know. See what you're doing. It's always the same with you. You're only after one thing. Angela, please. You don't have to lie. Go ahead. Say it. Or you could just force me. Like he always did. Disgusting pig. I hate you. I hate you. Angela, I don't know who you think I am, but I don't want to hurt you. I just want to get my Mary back. You're Mary. Your own little Mary. At least she was. For a while. What? Admit it. You didn't want her around anymore. No. You probably found someone else. No. I need to find my mama. Der werde ich absolut nicht schlau. Unverzeihlich. Er hat echt alles geschluckt, ey. Wahnsinn. Gibt bestimmt auch eine andere Methode, den zu besiegen. Aber naja. Down ist down. Und nun, ne? Wo geht's jetzt lang? Ah, das ist praktisch. Karte des Labyrinth-Zentrums. Wo kommt jetzt die Karte her? Ach du Scheiße. Das sieht ja aus wie die Höllenpforte, Junge.
okay, schlechte Idee. Ha. Wenn ihr wisst, wie man das Vieh hätte leichter besiegen können, also mit weniger Munition, könnt ihr das gerne mal schreiben. Finding a Labyrinth. Na, hier scheint irgendwie was auszufahren. Ah. Warum ist hier unten ein Labyrinth? Maria? What? Maria! I thought that thing killed you. Are you hurt? Not at all, silly. But the thing... It stabbed you. There was blood everywhere. Stabbed me? What do you mean? It chased us to the elevator and then... James... What are you talking about? Also jetzt traue ich der nicht mehr. Don't you remember? James? Honey? Did something happen to you? After we got separated in that long hallway? Are you confusing me with someone else? You were always so forgetful. Remember that time in the hotel? Maria? You said you took everything. You forgot that videotape we made. I wonder if it's still there. How do you know about that? Aren't you Maria? I'm not your Mary. So you are Maria. I am. If you want me to be. All I want from you is an answer. Doesn't matter who I am. I am here for you, James. See? I'm real. Don't you want to touch me? If you happen to make up your mind. I'll be waiting. I'll find some way to... I'll come back. Irgendwie traue ich der nicht. Sie im Endeffekt das wahre Übel. Okay. Also der traue ich definitiv nicht. Also hier jetzt. WTF? Neues Rätsel. Bitte was? Okay, warum nicht? Ach du Scheiße.
Die Entwickler haben da irgendwas Falsches geraucht. Was seltsam? Achso, die Wand. Ich hab hier keine Karte. Jetzt hab ich's. Verfaulten Bereich. Ah. Herrlich. Oh, die schon wieder. Okay, zum einen Runde gelaufen. Okay. Dann hänge ich den doch mal hier ab. Da. Oder brauchen wir ein Messer? Ah. Dachte ich mir. Geh mal hier lang. Das Labyrinth ist schon eine Nummer, echt. Und jetzt? Einfach eine Sackgasse. Frech, oder ist noch eine Tür? Klein miesen etwas. Hey, wir haben wieder Schrotflintenkugel. Wahnsinn. Ah, da ist ein Loch. Da wird es seinem Messer oder so wahrscheinlich. Ja, dann greif mal rein. Messer? Oder Feuerzeug? Feuerzeug. Feuerzeug docht. Weißt du, dass du nervst? Weg mit dir jetzt. Natürlich kommen mehrere.
Oh, alles voll mit Gegnern, ey. Bleib liegen. Eiserner Schlüssel. Okay. Für was ist denn der Schlüssel jetzt schon wieder? Geht mir langsam ein bisschen auf die Eier, ihr Dummen. Irgendwas hier. Oh, Junge. Ey, so viele Heilungen habe ich das ganze Spiel über nie gebraucht wie hier, ey. Für was bist du jetzt gut? Ah, da. In welcher Ecke sitzt wieder einer? Im Kühlschrank ist irgendwas. Feuerzeug aus. Oder Benzin. Das heißt, wir müssen kombinieren, hä? Ah, eins fehlt noch. Okay. Das ist eine aufgemalte Tür. So, also. Raus, dann rechts. Okay. Also noch ein Raum. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt auch das Feuerzeug finden, oder? Wir haben ja nur den Docht. Haben wir hier schon? Nein.
letzte Mal wieder hier. Wo waren wir jetzt nicht? Hinter mir ist noch eine Tür. Die hier. Ah. Ah, da liegt Feuerzeug. Ist das Säure oder was? Ja, dann solltest du nicht reingreifen. Oh, wie einladend. Und jetzt? Ah. Jetzt haben wir es komplett. Habe ich gute Reihenfolge gemacht, ha? So, dann kombinieren wir das jetzt mal. Das, das und das. Feuerzeug. Ja, und wieder in ein dunkles Loch springen. Jawohl. Wir speichern aber jetzt erst nochmal. Und schauen mal, was da unten ist. Wenn denn die X-Anzeige irgendwann kommt jetzt. Einfach nein. Okay, macht's auch noch dunkler. Die Wand jetzt offen oder was? Nee. Hä? Da muss ich die Raum für Raum machen oder was? Oder führt mich das wieder zum selben? Nee. Oder? Das führt mich einfach mal zu gar nichts. Okay, das scheint falsch zu sein. Hallo? Das bringt mir nichts. Hier sieht es auf jeden Fall anders aus. Hä? Könnten wir auch hoch? Nee. Geht's hier hin? Kleiner Vorratsraum.
Das scheint auch, oder? Ja, das ist auch falsch. Absolut keine Ahnung, was ich hier mache. Aber es könnte zum Ziel führen. Ist mir jetzt irgendwie ein Weg geöffnet? Hier schon? Sollte mir die Symbole mal merken, ne? Ne, hier war ich noch nicht. Ah, das sieht richtig aus. Ja, es sieht sehr richtig aus. Ja, hier war die Schimmeltür, jetzt geht's durch die Tür. Oh nee. Ihr schon wieder. Warum? Aber Leute, ich würde sagen, wir machen hier Schluss und machen in der nächsten Folge dann weiter im Labyrinth. Was ich sehr, sehr creepy finde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Und ja. Mehr gibt es zu sagen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, euer Doomsday. Macht's gut.